Ja, und zwar, dass das Licht halt auch in der Architektur als Inszenierungsmittel oder Medium, würde ich es mal nennen, benutzt werden kann. Und ja, inwieweit du das in deinen Beleuchtungskonzepten und Ansätzen sozusagen verwendest, um was zu inszenieren, was hat ja oder hervorheben oder dem einen gewissen Ausdruck zu verleihen und welche Kriterien sozusagen deine Entscheidung sozusagen beeinflussen oder Ja, bestimmen. also ganz klar ist etwas, was ich hervorhebe, etwas, was nach der Analyse sich hervorhebenswert entpuppt hat. Das kann zum Beispiel eine besondere Wand sein, die eine besondere Materialität hat, ein Kubus, der in der Mitte des Raumes ein Kernelement darstellt, eine Notwendigkeit zur Hilfe von Orientierung, also dass man Blicke lenken will, dass die Notwendigkeit einer Zonierung, weil du möchtest gerne Gemütlichkeit herstellen, ein kleines Lagerfeuer erzeugen, zum Beispiel die Notwendigkeit, eine Zone herzustellen, weil du Introvertiertheit und Privatheit herstellen willst, zum Beispiel. Gibt etliche. Und da kann ich jetzt zum Beispiel verweisen auf zum Beispiel zwei Pioniere, die auch auf der Suche nach so Was dein eine Gebot? Orientierungshilfe zu erzeugen, dass der Richard Kelly zum Beispiel, der zum Beispiel gesagt hat, es gibt das Licht zum Sehen, Licht zum Hinsehen und Licht zum Ansehen. Wobei ich weiß, dass diese deutsche Übersetzung aus dem Erko-Buch kommt, die im Original anders klingt, auch was leicht anderes will. Aber da ist zum Beispiel. Das musst du dir vorstellen, das ist irgendwann 1960 oder so passiert, dass der diese These aufgestellt hat, in einer Zeit, wo wir noch sehr dabei waren, eher quantitatives Licht zu planen. Das heißt, da ging es vorwiegend darum, hell zu machen. Und er hat differenziert, er hat gesagt, hey, wir müssen nicht nur hell machen, das wäre jetzt Licht zum Sehen, ja, damit man genug sieht und dann auch seine Aufgabe erfüllen kann. Wir können mit Licht auch Blicke lenken, indem man Fokusse setzt zum Beispiel. Oder es gibt auch das Licht zum Ansehen auf dem rechten Bild, wo Licht, sag mal, selber auch was macht. Ein Kronleuchter, der zum Beispiel glitzert und dann ins Auge fällt, ist zum Beispiel das Licht zum Ansehen für ihn. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel den William Lamb und der hat in den 70er Jahren dann noch einen draufgesetzt und weiter differenziert. Der hat zum Beispiel gesagt, Activity Needs wären jetzt ja unter anderem auch Beleuchtungsstärken, die eine Zweckerfüllung machen. Allerdings, es könnte sein, dass man in einem großen Raum, wie zum Beispiel unten links das Bild, verschiedene Aufgaben erfüllt und sozusagen nicht mehr nur den ganzen Raum in einer Beleuchtungsstärke erzeugt, sondern sagt, je nach Tätigkeit, ne, was je nachdem, was ich mache. Also was heute in der DIN selbstverständlich ist, musste ja erst erarbeitet werden durch verschiedene Pioniere. Ja. Und Biological Needs wäre jetzt zum Beispiel Sichtkontakt nach außen. Also ich möchte gerne wissen, wie spät es ist, ob es schönes Wetter hat draußen, ist Tag oder Nacht, ne, zum Beispiel. Für psychologische ist, fühle ich mich irgendwo vielleicht gefährdet. Also, gibt es da irgendwie Kriminalität? Fühle ich mich da sicher? Ne? So zum Ja. Beispiel. Strukturierung, Ausblick, Blickfang, Kommunikation und Privatheit. Er hat angefangen zu sagen, ein Raum kann offen Geschlossen, ne? und geschlossen sein. Das eine hat halt eher eine Privatheit, der andere eher eine Öffentlichkeit. Und je nachdem, wie ich dann das Licht steuere, habe ich dann eben eher Kommunikation und damit Kontakt zu anderen oder eben eher nicht und so. Ne? Also Ja. alles, du siehst, also Inszenierung klingt, man muss, das Wort müsste man eigentlich erstmal definieren, weil meine Definition einer Inszenierung ist dem Zweck, eine Aufmerksamkeit zu heischen. Und außerdem hätte sie keinen weiteren besonderen Zweck. Aber man tut ja, sag mal, man verlagert Licht nicht nur deswegen, sondern also man verlagert Licht auch, weil man gewissen Nutzen erzeugen will, manchmal Orientierung schaffen will, und so weiter. Ja, die Frage der, was man genau mit Inszenierung meint, die müsste man erst mal klären. Hast du recht, ich verstehe. Also Inszenierung kommt ja in Szene setzen, Ja. also sozusagen. Und
hat ja auch, also was mache ich wichtig? Ne? Also ja, was hebe genau. ich hervor? Jetzt nicht nur in der Lichtstärke, oh boom, sondern ich verstehe das halt auch so, dass ich sage, okay, das ist ein privater Raum. Den inszeniere ich so, indem ich dem auch die Atmosphäre und die Umstände schaffe, dass er Privatheit ausstrahlt. Ja, oder ja, wobei Privatheit möglich macht. Ein inszenierter Raum ja nicht zwingend Privatheit ausstrahlen muss, ne? Nee, also das war jetzt nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Also ich könnte auch diesen privaten Ort in der Ecke, vielleicht mit so einem kleinen Intimlämpchen und reduzierten Lichtstärken sozusagen, würde ich jetzt sagen, kann ich sozusagen diese Privatheit unterstützen und es so auch inszenieren. Oder eine Bank, die ich dann als stählerndes, tolles Gebäude inszeniere mit Macht und Ausstrahlung. Das ist ja, also in der Außenbeleuchtung sehe ich ganz viel Inszenierung. Ja, okay. Also in deinem Wortsinne ist die Inszenierung steht für eine etwas differenziertere Betrachtung und Reaktion auf eine bestehende Location. Das würde ich jetzt sagen, ist der Standard. Also das wäre sozusagen unser tägliches Handwerk. Für mich ist die Inszenierung immer noch mal etwas, was darüber hinausgeht. Also, dass du jetzt so ein bisschen zweckbefreiter bist und künstlerisch aktiver Farben reinbringst, was es eigentlich nicht bräuchte, so nur ein bisschen Tamtam zu machen. Ne? Vielleicht, also wobei, das klingt jetzt wieder abwertend. Das würde ich gar nicht meinen. Das will ich gar nicht. Ich finde diese Stelle extrem spannend und will gern mich dieser noch mehr widmen und es besser verstehen. Warum? Weil dort ja auch die größeren Emotionen erweckt werden können. Und ich würde mich nicht mit dem Thema Licht und Emotionen befassen, wenn das nicht mein eigentliches Ziel wäre. Ich würde gerne tatsächlich intensiver auf unser Wohlbefinden und vielleicht auch auf Ekstase, Freude und so weiter. Also ich möchte gerne wissen, wie das geht. Also wie kann man da intensiver auf Menschen einwirken? Und da kann man alles, vieles von der Welt der Inszenierung abschauen. Und da würde ich ja schon, wären wir ja schon fast bei der vierten Frage, wenn das okay ist für dich oder ob du jetzt ja, noch klar. was dazu willst. Los geht's. Zwar, also welche Aspekte der Bühnenlichtgestaltung erkennst du denn in der Lichtgestaltung der Architektur wieder, wenn man das jetzt auch im Kontext der Inszenierung oder Steigerung von etwas oder Verstärkung. Ja, Verstärkung ist mir ein bisschen zu einseitig. Aber also welche erkennst du wieder und kannst du da Beispiele nennen? Naja, also ich hätte jetzt mal zum Beispiel gesagt, ein Instrument, wenn man das so will, ist das Akzentuieren mit irgendeinem Spot, also dass du jetzt Zonierung machst. Du kannst unterscheiden auch in Pole, indem du zum Beispiel sagst, hell ist ein Pol zu dunkel, aber es gibt auch den Pol kühl zu warm, ne? Zum Beispiel. Ja. Und wenn du in die Kiste der Inszenierung greifst, ist natürlich mit Farbe auch der Komplementärkontrast gemeint. Du würdest auf der Bühne zum Beispiel mit Komplementärkontrast arbeitet man gerne mal, in der Architektur eben eher weniger, weil du auch eben eher weniger in die Farbkiste greifst. Sag, da habe ich jetzt keine Standardantworten drauf, weil, sag mal, der Workshop tatsächlich auch diese Antworten erst generieren will. Ja. Deswegen denke ich mit dir gerade laut, also ob mir da noch so ein paar Sachen einfallen. Ich weiß für mich, also was genau was du sagst, auch, also dieses Farbkontrast, aber zum Beispiel auch dieses, was du nennst, Zoning. Also in der Bühne werden ja auch Räume mit Licht geschaffen, die getrennt voneinander sein können oder sich überschneiden. Das passiert ja auch aus meiner Sicht auch in der Architekturbeleuchtung, dass ich sozusagen mit Licht verschiedene Zonen arrangiere oder herstelle sozusagen. Ja, richtig. Absolut. Oder auch der Einsatz von Kontrast, also Dramatik, also hell-dunkel, was du gerade diese Pole, also ob ich Dramatik erzeuge, oder ob ich eine Offenheit oder ein allgemeines, diffuses, gleichmäßiges Licht schaffe und damit die Atmosphäre grundsätzlich verändere, wie in der Büro, in der Standardbürobeleuchtung ist es halt alles offen, hell, aktivierend, akern, auch mal böse gesagt. Und im Restaurant schaffe ich so kleine Pools von
oder einen kontrastreicheren Raum. Mhm. Es fällt mir zum Beispiel ein, auch Flächigkeit wird natürlich als Mittel in beiden verwendet. Also ich erzeuge Flächigkeit in einem architektonischen Raum, wenn ich eher eine sachliche Nutzung habe, die nicht der Inszenierung bedarf oder wo die auch zu viel des Guten wäre, zu teuer oder überhaupt sinnlos wäre oder auch wo ich Sicherheit zum Beispiel brauche. Wenn du jetzt sowas überträgst auf die Bühne, dann strahlt das natürlich genauso diese Sachlichkeit aus. Richtig. Flächigkeit strahlt Sachlichkeit aus. Dann oben unten, also wenn ich Licht oben mache, dann ist das steht für das, was mein Auge auch durch die archetypischen Lichtsituationen draußen eben kennt. Das ist nämlich das, was für gewöhnlich passiert. Licht von unten ist, was das alles umdreht und dich dann mystisch aussehen lässt, beziehungsweise eben machen wir in der Architektur mit Menschen nicht, aber natürlich beleuchten wir Elemente der Architektur von unten. Und das wirkt auch weniger mystisch, aber... Da frage ich mich immer, ist das aus einer ästhetischen Überzeugung, aus einer technischen Notwendigkeit? Ja, das ist eine technische... Die Antwort ist super banal. Also wenn du Architektur in Szene setzen willst, du schaust ja immer von unten drauf, dann ist es ein Schwachsinn, das zu beleuchten von oben, weil du es ja von unten nicht siehst. Also ist die logische Reaktion, dass du es von unten beleuchtest, weil du es dann ja auch siehst. Ja. Das hat den Haken, dass du in der Architektur mittlerweile ja aber auch dafür verpönt wirst, weil es gibt mittlerweile die Dark Sky-Diskussion, dass wir nicht unnötig Streulicht in den Nachthimmel schicken wollen. Und dann wird es natürlich auch mit Licht von unten schon schwierig. Es gibt auch... mittlerweile die Gebäudequalitäten zertifizieren, wie LEED, BREEAM oder DGNB, vielleicht schon mal gehört, verbieten das mittlerweile auch sogar, damit quasi nicht weiter Schaden unserer Umwelt zugefügt wird und so weiter. Aber wir driften ein bisschen ab, weil mir fallen weitere Instrumente ein. Super. Tiefe oder Nähe, also wenn du etwas einer gewissen Tiefe verpassen möchtest, dann greifst du auch als Architekt oder Lichtplaner in der Architektur gerne mal zu dem Mittel. Es gibt auf der Bühne den kleinen Trick, dass du eine Gaze runterlässt vor der Bühne. Die ist dann dunkel, aber durchsichtig. Und plötzlich kriegt das Geschehen auf der Bühne eine ganz andere Tiefe. Du als Betrachter im Publikum nimmst diese Gaze gar nicht wahr. Aber das ist ein Zaubermittel. Ne? Das ist wirklich krass. Ich habe das selber auch mal erleben dürfen, weil ich ein Volontariat bei der Staatsoper gemacht habe, also machen durfte, Vierteljahr, bevor ich hier bei Lichtkunst Licht gelandet bin. Und mich hat das total fasziniert. Ja, dann ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel, und das mussten wir mal, wir versuchen in der Architektur, in einem Museum, den Eindruck eines Parks herzustellen. Also ich sitze auf einer Parkbank und habe um mich herum den Tiergarten in Berlin. Und die Frage, wie stellt man das her? Also es gab dann nach vielen Tests ein Bildmotiv, das wir angeleuchtet haben, das den Park zeigte. Das haben wir von oben mit Licht versorgt, logischerweise. Und davor gab es jetzt diese Gase, die sozusagen die zweite Ebene herstellte, weil mit dieser zweiten Ebene der Blick auf diese Fläche plötzlich eine subtile Tiefe bekam und interessant wurde. Und wir haben es jetzt anders wie auf der Bühne so gemacht, dass auf dem ersten Textil die Bedruckung dieses Waldes oder des Parks im Tierpark schon leicht zu sehen war und dahinter dann erst massiv. Und also diese beiden aber gleich waren. Und das war dann so ein bisschen scherenartig, also scherenschnittartig, weil leicht zu verdeckt. Da hat das also wirklich so ein Bild vor dem Bild und dazwischen das Licht. Verblüffend, wie sowas plötzlich Tiefe verursacht. Mhm. Ja, und je mehr wir in Richtung Abbild einer möglichen natürlichen Situation kommen, desto mehr ähneln sich die beiden Situationen Bühne und Architektur. Weil von dem Projekt, wo ich gerade rede, ist die Zitadelle Spandau hier in Berlin. Mhm. Da ist eine Skulpturengruppe ausgestellt, eben in diesem kleinen Abschnitt, wo dieser Raum auch aussieht wie im Freien, war zum Beispiel, dass wir auch auf die Skulpturengruppe einen Sonnenverlauf bringen wollten, dass quasi, was da passiert, in einen
Zeitloop von 10 Minuten in einem Zeitraffer zusammengefasst haben. Also was normalerweise über 24 Stunden im Tag passiert, passiert in diesem Raum innerhalb von 10 Minuten. Und die Sonne wandert von Osten gen Westen in diesem Raum. Und der Schatten der Skulpturengruppe, wenn du auf dieser Bank sitzt, der huscht eben auch von rechts nach links dann. Und der Schatten wird erst lang und dann kurz und dann lang. Und wir haben auch das Phänomen des Blätterraschelns und des Effektes, dass Licht durch einen Laubwald fällt und am Boden diesen flirrenden Eindruck hinterlässt. Also das haben wir uns natürlich gefragt, um Gottes Willen, wie macht man das alles? Aber da schaut man zum Beispiel sich die Sachen natürlich auch von der Bühne ab. Was wir dann rein technisch, wie habt ihr wirklich eine bewegende Leuchte gehabt, die Sonne, oder war das eine Kette von Leuchten sozusagen? Gute Frage, ja genau. Also wir haben eine Kette von Leuchten in einer Parabel angeordnet, weil wir gemerkt haben, dass in diesem Raum das zum besten Ergebnis führte und auch zum realistischsten Ergebnis. Ich glaube, 10 Strahler, die ineinander faden und in einem Slot verschwinden, weil das Bewegbare hätte man A gehört, weil es ja ein Motor, und dann B wartungsanfällig und C wäre es unsichtbar auch nur schwierig zu machen gewesen. Und Budgetfrage immer, weil da sind immer alle offen für so einen geilen Effekt, aber zahlen will es dann meist keiner, wenn es kompliziert wird.